Erfurt, Landeshauptstadt des Freistaates Thüringen. In einem ruhigen Wohngebiet am Rande der Stadt lebt Bettina gemeinsam mit ihrem Ehemann Oliver und der 24-jährigen Tochter Lisa. Ihre drei Söhne Pitt, Toni und Robert sind bereits ausgezogen. Bettina führt ein glückliches und zufriedenes Leben. Doch seit 3 Jahren lässt ihr ein großer Wunsch keine Ruhe mehr. Ich suche meine Halbgeschwister, also von meinem leiblichen Vater Kinder, die vielleicht genauso wenig wissen wie ich, dass wir verwandt sind. Bettina wird 1968 in Erfurt geboren. Ihre Eltern Margit und Hans-Dieter führen eine harmonische Ehe. Bettina und ihren 2 Geschwistern fehlt es an nichts. Ich hatte eine gute Kindheit. Wir haben alles gehabt. Wir waren jetzt nicht reich, aber wir haben alles gehabt. Mit 18 Jahren schließt Bettina ihre Ausbildung zur Gaststättenfacharbeiterin ab und lernt ihren ersten Ehemann kennen. Die beiden heiraten und bekommen im Laufe der Jahre 4 Kinder. Doch in der anfänglich glücklichen Ehe kriselt es schließlich mehr und mehr. Die Ehe, die war dann letzten Endes doch nicht so gut. Ich denke mal, das kam alles durch die Wende, weil sich viel verändert hatte. Dieses Gleichbleibende ist nicht mehr da gewesen. Mein Mann hatte dann angefangen mit Trinken und da war das dann halt nicht mehr so schön. Und da habe ich dann die Kinder und habe die alleine dann großgezogen. Bettina lebt alleinerziehend, bis sie im Jahre 2010 den Mann ihres Lebens kennenlernt, ihren Oliver. Die beiden verlieben sich und planen ihre Hochzeit. Und die wollen sie 2017 in Deutschland und in Griechenland feiern. Wir wollten 2017 heiraten und im Ausland. Und dazu brauchte man ein Geburtenauszugsregister. Ich habe natürlich gedacht, nur wegen dem Ausland heiraten. Aber das ist ja jetzt nach bundesdeutschem Recht, dass es jeder braucht, diesen Auszug aus dem Geburtenregister. Und als das dann da war, da stand halt ein anderer Name als mein Vater drin. Ich dachte, es ist verwechselt worden. Ich habe die falsche Urkunde bekommen. Und dann habe ich die Urkunde rausgesucht, die ich habe, die Geburtsurkunde, und habe die Nummern verglichen, die Geburtennummern. Und die waren aber identisch. Und dann dachte ich, müsste mal Mutti fragen. Ein anderer Name des leiblichen Vaters? Was hat das zu bedeuten? Bettina stellt ihre Mutter zur Rede und die bestätigt, dass Bettinas geliebter Papa nicht ihr leiblicher Vater ist. Der nämlich sei bereits 1971 verstorben. Bettina ist fassungslos, doch die Wogen glätten sich. Sie beginnt zu recherchieren und was sie herausfindet, lässt sie ahnen, dass sie noch Halbgeschwister haben könnte. Also ich weiß laut Geburtsurkunde von meinem leiblichen Vater, dass er 4-mal verheiratet war. Da kann es natürlich sein, dass aus diesen Ehen Kinder stammen. Aber ich habe keine weiteren Anhaltspunkte, ob ich Schwestern oder Brüder habe. Das weiß ich nicht. Nein. Trotz dieses einschneidenden Erlebnisses ändert sich für Bettina nichts an ihren Gefühlen für die Familie, in der sie glücklich aufwuchs. Aber die geweckte Neugier und Sehnsucht nach möglichen Geschwistern lässt sie nicht mehr zur Ruhe kommen. Wenn ich jetzt einen Bruder noch hätte oder eine Schwester oder vielleicht 2, das wäre genial. Vielleicht hat man sich ja auch schon mal gesehen oder sich unterhalten. Vielleicht leben die ja hier in Erfurt. Kann ja sein, man weiß es ja nicht. Das wäre mega. Ich habe Bettina eingeladen, um mit ihr zu reden. Und ich habe noch eine ganz besondere Überraschung für sie. Bettina, erstmal herzlich willkommen. Ich freue mich sehr, dass du hier bist. Ich bin auch froh, hier zu sein. Bettina, du bist ja hier, weil du vermutest und hoffst, dass du Geschwister haben könntest. Ja. Kannst du mir erklären, was dir das bedeuten würde, wenn sich jetzt rausstellen würde, du hast einen Bruder oder eine Schwester zum Beispiel? Das wäre toll. Das würde ich mir wünschen. Also es wären gute Nachrichten. Das wären gute Nachrichten. Da mein Vater ja verstorben ist, leider, den hätte ich natürlich auch gerne kennengelernt. Deswegen hoffe ich natürlich auch, dass welche gefunden werden, dass es welche gibt. Vielleicht erfahre ich ja dann auch was von meinem Vater. Das heißt, außer das, was deine Mutter da so relativ spärlich erzählt hat, weißt du gar nichts über diese Wurzeln? Nee, gar nichts. Überhaupt nichts.
Hast du mein Foto gesehen oder irgendwas? Glaubst du, dass du da so große Hoffnungen hast auf Geschwister, weil das auch so ein Weg zu deinem leiblichen Vater wäre? Ja, auf jeden Fall, weil ich hoffe ja auch, dass jemand irgendwas weiß und dass vielleicht auch Ähnlichkeiten bestehen zwischen uns Geschwistern. Vielleicht ist ja da jemand, der so aussieht wie ich. Junge oder Mädchen, wäre cool. Wie geht's dir gerade, wenn du darüber sprichst? Das ist komisch. Das ist wie wenn man ein Buch liest und kein Ende findet. Ich mal sagen, weil bei jedem Buch ist immer irgendwo ein Abschluss. Und das ist eben nicht. Das Buch ist aufgeklappt worden vor 3 Jahren, aber man kann es nicht weiterlesen. Ja, so könnte man das beschreiben. Bettina, ich muss dir was sagen. Du bist heute hier, weil wir uns bereits auf die Suche gemacht haben. Ehrlich? Wir haben uns auf Spurensuche begeben und haben herausgefunden, dass du tatsächlich recht hast. Ehrlich? Du hast eine Schwester. Wir haben herausgefunden, dass deine Schwester Andrea heißt. Hm. Und verrückterweise soll sie in Erfurt leben. Oh, Wahnsinn. Und zu der Adresse, die wir recherchiert haben, ist dann Jasmin aus meinem Team hingefahren. Und das zeige ich dir jetzt. Okay. Okay? Ja. Auf der Suche nach möglichen Geschwistern konnte ich mit Hilfe verschiedenster Ämter und Archive diese Spur nach Erfurt ermitteln. Jasmin aus meinem Team hofft, dass sie hier im Zentrum fündig wird und gleich Bettinas Schwester gegenübersteht. So, richtige Straße ist es. Das ist die 65. Hier vorne ist die 64. Das ist noch ein ganz schönes Stück. Ach nee, Sekunde, hier 16, 17. Dann ist es auf der anderen Straßenseite. Gut. Hier ist die 18. Dann müsste das jetzt der nächste Eingang sein. Da, ja, da ist die 19. Das ist schon mal richtig. Jetzt hoffe ich, dass die wirklich auch hier wohnt. Gucken wir mal hier an der Klinge. Da, Köhler. Stimmt schon mal. Ich hoffe, dass das auch die Andrea ist. Andrea Köhler anzutreffen. Man hat mir gesagt, dass die hier wohnt. Nee, die wohnt hier nicht. Okay, aber kennst du eine Andrea Köhler? Ja, die kenne ich sogar sehr gut. Das ist meine Mutti. Ach nein, wirklich? Wirklich. Ja, das ist ja super. Darf ich dich noch fragen, heißt die gebürtig, also mit Mädchennamen Seidler? Ja, das macht sie, genau. Großartig. Ich würde sie wirklich gerne mal sprechen. Okay, und worum geht's genau? Das hat einen, ich sag mal, familiären Hintergrund. Ich habe eine Nachricht an Sie, die ich aber gerne persönlich weitergeben würde. Ja. Gibt es denn irgendwie eine Adresse oder eine Telefonnummer, die du mir von ihr weitergeben kannst, sodass ich sie erreichen kann? Das möchte ich lieber nicht weitergeben. Ja, kann ich verstehen. Aber ich kann Sie gerne mal anrufen. Ehrlich? Wenn Sie das möchten. Ja, das wäre total super. Ja, voll gerne. Ja. Gerne. Ich warte einfach kurz hier. Ja, okay. Super. Alles klar, danke. Jetzt ist nur die Frage, ob sie auch mit mir reden möchte. Ich hoffe das sehr. Er telefoniert gerade. Ja, ich habe sie erreicht. Ja? Und sie ist natürlich neugierig, worum es geht. Ja, das glaube ich natürlich. Wird da rumkommen. Tatsächlich? Ja. Wo würden wir uns dann treffen? Hier in der Wohnung oder? Direkt unten vor der Tür. Alles klar. Ja, super. Gerne. Und wenn es okay wäre, wäre ich gern dabei. Ja, aber natürlich. Auf jeden Fall. Super. Klar. Wollen wir einfach direkt runtergehen? Ja, gerne. Ja, super. Gerne. Ich hole nur schnell meinen Schlüssel und dann okay. Gehen wir los. Super, ich warte kurz. Okay. Hi.
Das ist schon mal dein Neffe. Mein Neffe. Dein Neffe. Die beiden, hast du ja gehört, haben dann gemeinsam auf deine Schwester gewartet. Geht's? Ja. Ja? Geht. Okay. Wir gucken weiter, ja? Ja. Okay. Da lang, oder? Ja, genau. Okay. Und hier warten wir einfach? Ja, genau. Okay, sie super. Müsste gleich kommen. Und von wo, aus welcher Richtung? Ja, von irgendwo. Okay. Was fährt sie denn für ein Auto? Ein silbernen. Ein silbernes Auto? Okay, ja. Gut. Warten wir einfach mal ab. Ja, sie müsste gleich kommen. Wie ist deine Mama denn so? Also habt ihr ein gutes Verhältnis? Ja, sehr. Wir telefonieren oft, sehen uns viel. Ja? Ja. Fahren auch zusammen in Urlaub. Ach, tatsächlich? Ja. Ja, also immer so, wie es geht. Okay. Ja. Und wie würdest du sie so beschreiben, so vom Typen her? Also sie ist sehr treu, sehr freundlich, hilfsbereit. Das klingt nach einer richtig tollen Mama. Das ist sie auch. Oh, das könnte sie doch sein, oder? Ist sie das? Leider nicht. Leider nein. Und dahinter ist noch mal ein Schwarzer. Aber es ist schwarz, nee, auch nicht. Mal, da kommt ein Silberner. Ja, das ist sie. Ah, da parkt sie ein. Wollen wir rübergehen? Ja, gerne. Jetzt geht's los. Da ist sie. Hallo. Hallo, Stefan. Hallo, Mutti. Was geht's denn hier? Hallo, Andrea. Ja. Ich bin Jasmin von Bitte melde dich. Es freut mich sehr, dich zu treffen. Ja. Andrea, ich habe eine sehr persönliche Nachricht für dich. Mhm. Ich würde aber gerne mit dir in Ruhe darüber sprechen. Können wir, oder hast du denn überhaupt gerade Zeit? Ja, Zeit hätte ich. Super, wollen wir uns irgendwo mal in Ruhe hinsetzen? Und, ja. Ja? Wird dir nichts Schlimmes sein? Nein, auf gar keinen Fall. Ich hoffe, dass du dich sehr darüber freuen wirst. Okay. Sogar. Dann lass uns einfach mal gehen. Ja. Ich bin sehr gespannt. Ja, ich auch. Das ist deine Schwester. Das runde Gesicht. Wie sieht denn die aus? Ich freue mich. Damit habe ich gar nicht gerechnet. Ja, die haben sich dann zusammengesetzt und deine Schwester hat ein bisschen erzählt und hat ja erstmal überhaupt erfahren, was los ist. Das gucken wir jetzt, ja? Ja. Andrea, ich bin hier, um dir zu sagen, dass du eine Schwester hast. Jetzt fehlen mir die Worte. Hast du denn vielleicht schon mal geahnt, dass du eine Schwester haben könntest? Also ich habe das gewusst von meiner Mutti, dass es noch Kinder gibt. Mhm. Aber ob Schwester, Bruder oder das wusste ich alles nicht. Deine Schwester heißt Bettina. Aha. Und sie ist eine uneheliche Tochter von deinem Vater Karl-Heinz. Ja. Und sie sucht nach dir und möchte dich ganz, ganz doll kennenlernen. Das freut mich. Das ist schön, wenn eine Schwester noch da ist. Da höre ich aber doch schon viel Vorfreude raus. Ja, ja. Bettina mag ja auch was über ihre Herkunft wissen. Was würdest du ihr denn über euren Vater sagen? Oder woran erinnerst du dich? Eigentlich fast gar nichts. Wo meine Mutter sich von meinem Vater getrennt hat, war ich 6 Jahre alt. So, und da habe ich eigentlich keine Erinnerung. Leider. Wie sah er denn aus? Es war schon ein ansehnlicher Mann. Immer schick gekleidet im Anzug. Und Hemd, also. Ein fescher Kerl. Ja, so. Vor allen Dingen musste alles super korrekt sein bei ihm. Inwiefern? Also, er war eben sehr pingelig, ja. Pingelig. Ich bin auch pingelig. Ja? Ja. Deine Schwester hat mir was für dich mitgegeben. Ja. Und zwar ein Bild von deinem Papa. Oh, cool. Das soll ich dir geben.
Was? Das ist ganz komisch, jetzt seinen Vater so in der Hand zu halten. Das verstehe ich. Und dieses Gesicht hat sie ja auch, dieses Runde. Und merkt man schon, dass ihr alle eine Familie seid, ne? Ja, erstaunlich. Danke. Gerne. Habe ich ein Bild? Ich nehme das, es ist dein Bild natürlich. Wir haben einen Abzug davon, nur sonst bist du so abgelenkt. Ja, stimmt. Wir gucken einfach weiter, ja? Ja. Wenn du jetzt so an deine Kindheit, gerade an die frühe Kindheit zurückerinnerst, was für ein Gefühl kommt da bei dir hoch? Wie gesagt, ich habe keine Erinnerungen eigentlich. Mein Vater war zu Kindern sehr gut. Also ein ganz liebevoller Vater. Ja, ganz liebevoll, ja. Es gibt noch die Erinnerung, dass er mir zum letzten Weihnachtsfest eine Puppe geschenkt hat. Eine Puppe? Ja. Und die hatte ich immer bei mir auf dem Nachtschrank stehen. Und wo ich 7 geworden bin, ist er ja gestorben. So, und da habe ich ihn immer vermisst. Das muss für dich ja furchtbar gewesen sein. Erst die Trennung der Eltern und dann ist der Papa weg. Nee, das war nicht schön. Absolut nicht. Das glaube ich dir. Ich habe gesehen, wie sie den Sarg rausgetragen haben. Das ist ein Bild, was im Prinzip nie wieder aus meinem Kopf rausgeht. Also das sehe ich heute noch vor mir. Wie lebst du denn heute? Also ich lebe in Erfurt schon mein ganzes Leben lang. Ich arbeite im Supermarkt. Ich habe einen Freund, aber wir wohnen nicht zusammen. Ich backe sehr gern und bin sehr häuslich. Also muss alles immer ordentlich sein bei mir. Angenommen, du könntest Bettina jetzt direkt schon etwas sagen. Was würdest du Bettina denn gerne sagen? Und dann würde ich sagen, dass ich mich freue, sie kennenzulernen. Hätte ein bisschen früher sein können, aber ist so. Hast du irgendwie optisch eine Vorstellung von ihr? Im Prinzip habe ich überhaupt keine Vorstellung. Deswegen interessiert es mich schon, ob Ähnlichkeit da ist oder auch nicht. Man weiß es ja nicht. Andrea, ich habe dir was mitgebracht. Nämlich ein Foto von der Bettina. Das ist schön. Würdest du das denn gerne mal sehen? Ja, gerne. Ja. Ich finde, ihr habt wirklich Ähnlichkeit. Guck mal, das ist sie. Oh ja, das stimmt. Sieht sehr nett aus. Schön. Sie freut sich auch riesig auf dich. Ist schon aufregend. Darf ich das behalten? Klar doch. Okay. Ich nehme dir doch deine Schwester nicht mehr weg. Danke. Hallo Bettina, hier ist deine Schwester Andrea. Ich freue mich, dass du mich gesucht hast und auch gefunden hast. Und hoffe, dass wir uns bald kennenlernen. Und dass wir auch eine gute Zukunft haben. Bis bald, deine Schwester. Schön. Ja. Euer Fall ist schon besonders, denn oft fahre ich oder wir um die ganze Welt, um irgendjemanden zu finden. Ja, und hier sind wir beide in Erfurt. Und diesmal, ich glaube, das ist fast schon rekordverdächtig, seid ihr genau 5 Kilometer auseinander. Eigentlich könntest du da morgen sozusagen um die Ecke hingehen, ja, und wärst bei ihr. Aber noch weniger als 5 Kilometer ist hier draußen vor der Tür. Ehrlich, die ist hier. Deine Schwester ist hier. Wahnsinn. Und freut sich sehr auf dich. Schön. Und ich wünsche euch beiden alles, alles erdenklich Gute. Danke. Du kannst jetzt zu ihr gehen. Ja. Noch vor kurzem wussten die beiden Schwestern noch nicht mal von der Existenz der jeweils anderen. Bettina ahnte, dass es da noch jemanden geben könnte. Jetzt hat sie Gewissheit. Schön, dass Sie mich gefunden haben. Du wohnst in Erfurt? Ja, du wohnst auch in Erfurt? Ja. Ach so? Schon immer. Na toll. Ja. Wir haben uns noch nicht gesehen, oder? Ich freue mich mega. Schön. Ich muss dich noch mal drücken. Ich habe eine Schwester. Schön.
Wir sehen uns auch ähnlich, gell? Bisschen, ja. Bisschen schon. So. Ich freue mich. Ja. Obwohl sich Bettina und Andrea noch nie zuvor gesehen haben, herrscht sofort diese innige Vertrautheit, die sich beide Schwestern so oft gewünscht haben. Von nun an soll sich das nie wieder ändern.